Wo sind wir denn jetzt genau? Können wir nicht einfach darunter? Ja, da unten ist der Eingang. Ich gehe, glaube ich, in die falsche Richtung rüber, ne? Das ist genau falsch. Da müssen wir hin. Irgendwo da hinten liegt Einsamkeit. Ah, Raja, bitte komm. Rajalein, bitte komm doch runter. Einfach nach Osten jetzt, oder? Ja, Osten ist gut. Ach, da ist sie ja. Wunderbar. So mag ich das. Und der Himmel, seht es euch einfach an. Die Nordlichter. Wunderschön. Okay, also, mein lieber Schwan, Volskücke. Höhle des verlorenen Echos. Nein, nein und nochmals nein. Wir gehen zurück nach Einsamkeit. Man weiß halt nie, ob man nochmal hierher zurückkommt, ne? Das ist das Problem. Ich bin auch kurz davor. Oh, Blümchen. Ich bin auch kurz davor, eine Schnellreise zu machen. Da oben ist auch noch was. Ich glaube, ich bin hier schon wieder falsch, kann das sein? Nee, es ist schon richtig, aber ich bin jetzt nicht so der Fan von Schnellreisen, aber manchmal ist es dann doch irgendwie das Beste, glaube ich. Nein, nicht darunter. Bleib auf der Straße, Schnipsel. Hier waren wir vorhin schon, oder? Völlig fertig. Mein Gott, gibt es hier viel zu entdecken. Das ist unglaublich. Ja, genau hier waren wir vorhin schon. Solitude. Da wollen wir hin. Ja, genau, da ist die Höhle. Ich glaube, den Weg hier bin ich noch nie gegangen. Höchst mysteriös. Da ist auch irgendein Haus, irgendein Gebäude auf unserem Kompass. Hier geht's nach Einsamkeit? Ehrlich? Ach, hintenrum. Ach. Ach so. Ja, hopp. Ich will mich jetzt nicht von hinten nähern, ehrlich gesagt. Oh, was ist das denn da unten? Ja. Hm. Oh. Vielleicht erinnert euch das an irgendetwas. Ich bin jetzt mal ganz waghalsig und kürze ab. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier bin, aber oh, schön. Ja, ich erinnere mich, das ist das Ende eines Dungeons. Das haben wir jetzt einfach mal so gefunden. Okay, warum nicht? Loot ist Loot, aber wenn ich Raja nicht habe, kann ich das nicht aufnehmen. Was war das gerade? Raja? Kannst du bitte runterkommen? Hier ist eine fette Truhe. Die kann ich aber, den Inhalt werde ich wahrscheinlich nicht tragen können ohne dich. Wenn ich die überhaupt aufbekomme. Ich meine, das ist oh, fast. Oh, wie geil! Yes! Oh, shit. Nein, 2 Punkte. Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Was werfe ich ab?
Irgendein Buch, oder? Ja, hier Erwachen der Nord drauf gepfiffen, echt. Die Flüchtlinge, ja, bla. Das brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Das brauche ich auch nicht. Ja, komm, weg damit. So. Das ist ja obergeil. Aber die Frage ist jetzt, wie komme ich hier runter? Komme ich hier überhaupt runter, ohne dass ich sterbe? Wer bist du denn da unten? Kannst du mir helfen? Ist es möglich, dass du mir hilfst? Hey, hi. Wer bist du denn? Was hat denn ein Milchtrinker wie ihr hier draußen zu suchen? Geht heim zu eurer Mutter. Wie bitte? Ihr solltet nicht so mit mir reden. Hey, beachtet mich. Warum? Was wollt ihr denn tun? In Tränen ausbrechen? Ganz sicher nicht. Lasst das sofort. Das werdet ihr bereuen. Glaube ich Ihr nicht. hättet nie herkommen sollen. Oh, okay, die ist sehr stark. Vielleicht doch nicht so toll. Hilfe! Raja! Zu Hilfe! Oh, jetzt heilt die sich auch noch. Ich liebe gute Kämpfe. Bei den Göttern, nein! Und Ende. Durchs Herz. So. Fertig. Und ich trage schon wieder zu viel. Ach, das ist aber auch blöd hier. Muss ich noch ein paar Bücher abwerfen. Ja, komm zu mir. Sehr schön. Bisschen zu spät, aber besser spät als nie. Und jetzt sind wir auch schon fast wieder in Einsamkeit und können dann ordentlich mal uns hinlegen, aufs Ohr legen. Da ist es schon der blaue Palast. Und am nächsten Morgen werden wir dann den ganzen Kram, den wir gesammelt haben, verkaufen und reich werden und uns zur Ruhe setzen und einfach nichts mehr machen. Und das Let's Play somit beenden. Nein, wir haben noch viel vor. Wir haben doch noch viel vor uns. Bisschen Zahn zulegen. So, hinein. Wir haben es geschafft. Ja, da macht er wieder Alt zu sein ist gar nicht so übel. Meine Tochter gibt mir zu essen und arbeiten muss ich auch nicht mehr. Super Sache. Aber saufen kannst du noch, ne? Gucken wir doch mal in den zwinkernden Skewer rein. Hi. Papa sagt, dass ich Rockwehr nie mehr wiedersehen werde. Aber er wollte mir nicht verraten, warum. Wahrscheinlich, weil sein Kopf da draußen rumrollt. Ach nee, die haben den mittlerweile beerdigt. Ihr seht aus, als könntet ihr einen Schluck vertragen. Es war eine Wie wäre gute es mit Woche, einem Junge. Wetttrinken Laute unter Kunden Freunden bedeuten gute und Stimmung. Nachbarn Und zum gute Anlass? Stimmung bedeutet eine volle Kasse. Wisst ihr, ich sollte in den Ruhestand gehen. Dann könnt ihr den Skewer Wenn ihr übernehmen. Eine Herausforderung sucht, sagt ich weiß nicht, genau Vater. Wie. Da draußen wartet eine ganze Welt, die ich sehe. Alle reden durcheinander. Ich könnte den Skewer führen. Ihr habt sogar gesagt, dass ich fast so schlau bin wie ihr. Was Seid zu trinken, kein was Mädchen. Zu lachen und ein Eine Taverne zu betreiben, das was ist will man nichts für mehr? Eine junge Dame. Was ist mit Tantchen Feider in Drachenbrügge? Sie hat eine Taverne und ihr habt gesagt, dass sie... Vielleicht seid ihr der Herausforderung einfach nicht gewachsen. Oh, Bruder. Das reicht. Ich gehe nicht in den Ruhestand. Niemals.
Ende der Diskussion. Vielleicht seid ihr der Herausforderung einfach nicht gewachsen. Okay, was willst du denn? Ihr euch krank? Wir sind hier die Einzigen, die nicht vollkommen verblödet. Oh fuck, ich bin ja krank. Ganz kurz. Ich muss ganz schnell wohin. Wenn ihr euch für ein paar gute Gerüchte interessiert, kann ich euch helfen. Ich muss mich sofort heilen lassen. Der Herausforderung einfach nicht. Ja, ja, ich komme wieder. Ich brauche dringend einen Schrein. Aber wo war dieser Schrein? Ja, ja, super Sache. Wie er einfach weiterredet, obwohl ich schon längst weg bin. Ja, bevor die Dämmerwacht mich jagt, werde ich mal ganz schnell einen Schrein aufsuchen. Okay. Wo geht's denn hier hin? Okay. Interessant. Ich glaube, hier müssten die Schreine drin sein, oder? Ich glaube sogar alle Schreine, die es gibt. Der Guten Tag. Segen der acht Götter sei mit euch. Wie kann ich euch helfen? Ja, ich muss mal eben beten. So, wer soll es denn sein? Julianus, Mara, Akatosh, Dibella, Schrein von Kinaret. Als hoher Priester der acht Göttlichen heiße ich euch willkommen. Könnt ihr mal aufhören, mich anzulabern? Ich nehme den Schrein von Ständer. Oh, alle Krankheiten geheilt, Gott sei Dank. Ich schaue nochmal nach. Oh, Gott sei Dank. Wir sind geheilt, wir sind geheilt. Wenn der nicht gesagt hätte, ihr seht aus, als hättet ihr Kummer. Seid ihr hier, um Rat zu suchen? Ich habe meinen Rat schon bekommen, dankeschön. Von Ständer. Wenn der Typ in der Taverne nicht gesagt hätte, ihr seht krank aus, hätte ich das echt vergessen. Dann wäre ich wahrscheinlich ins Bett gegangen und am nächsten Tag wäre ich ein Vampir gewesen. Aber das wollen wir ja nicht. So. Ihr solltet mich mal sehen, wenn ihr langweilig ist. Okay. Ich weiß nicht, wer da spricht. Ich will es auch gar nicht wissen. So. Jetzt nochmal zurück in den zwinkernden Skeber. Und der Typ ist noch da. Vielleicht seid ihr der Herausforderung einfach nicht gewachsen. So, was willst du denn? Was ist das denn hier für ein tanzender Käse? Ein Wetttrinken, ihr habt keine Chance. Das lasse ich natürlich nicht auf mir beruhen. Das werden wir ja sehen. Das ist ein besonderes Gebräu, sehr starker Tobak. Dann fangen wir mal an. Dann eröffne ich mal die erste Runde. Was war das denn für ein krasser Move? Damit. Ach, ich muss dazu stehen, oder was? Du stehst auf dem Hocker, ist das dein Ernst? Ihr seid dran. Ja, hi. Was ein geiles Bild einfach. Und er so, ich hab schon alles gesehen. Mich wundert gar nichts mehr. Los geht's. Damit wäre einer geschafft, mein Freund. Einer geschafft. Der nächste Punkt für mich. Okay. Ich glaube, Raya und der andere Typ, und die denken jetzt gerade, was zur Hölle geht hier ab? Ein zweites Glas. Nichts leichter als das. Es irritiert mich immer noch hart, dass Schnipsel einfach keine Hosen anhat. Sagt ihr, ich glaube, ich habe bald genug von dem Zeug. Wisst ihr was? Wenn ihr noch einen schafft, dann habt ihr gewonnen. Einer nur noch. Kein Problem. Aber hallo, ihr habt es wirklich geschafft. Der Stab gehört euch. Guter Tropfen. Wisst ihr was? Es macht Spaß, mit euch zu trinken. Ich kenne einen tollen Ort, an dem Wein wie Wasser fließt. Dort sollten wir hingehen. Sag mal, ihr seht aber nicht so gut aus. Wacht auf. Wacht endlich auf, betrunkener Gotteslästerer. What the fuck? Ja.
Raya, was zur Hölle ist hier los? Käse. Ich bin nur wegen des Käses hier. Gotteslästerer? Aha, dann erinnert ihr euch also nicht daran, wie ihr die Statue gestreichelt habt? Nein. Dann wisst ihr sicher auch nicht mehr, dass ihr hereingekommen seid und etwas von einer Ehe oder einer Ziege gefaselt habt. Und dann erinnert ihr euch auch nicht mehr daran, wie ihr in Wut geraten seid und überall im Tempel Müll verstreut habt. Nein. Okay. Ich hab mit einer Statue rumgemacht. Ich hab eine Ziege geheiratet. Und ich hab alles hier verwüstet. War ein Mann namens Sam bei mir. Die Bella lehrt uns Liebe und Mitgefühl. Aber das heißt nicht, dass wir euch einfach sagen, was ihr wissen wollt und euch dann einfach so wieder hier herausmarschieren lassen. Räumt euer Chaos auf und entschuldigt euch. Und wenn wir euch für aufrichtig halten, werden wir euch vielleicht helfen. Ja, das Gesicht passt. So richtig, what the hell. Raya, was ist hier los? Raya hüllt sich in Schweigen. Käse. Eidacher Käsescheiben. Ah, okay, das hier war ich wahrscheinlich, ne? Ja, kick noch dagegen. Ein Riesenzeh. Altowein. Ja, den Wein verstehe ich ja noch. Anscheinend haben wir mit dem guten Sam die Nacht durchzecht. Ich heile mich nochmal. Ich bin so dermaßen paranoid. Aber warum ein Riesenzeh? Was habe ich denn noch? War das alles? Ja, also das war ja jetzt nicht wirklich eine große Unordnung. Redet wieder mit mir, wenn ihr euer Chaos aufgeräumt habt. Was? Räumt euer Chaos auf. Dann werden wir reden. Aber es ist doch weg. Hier ist doch gar nichts mehr. Okay. Ach da. Das war jetzt aber alles, oder? Redet wieder mit mir, wenn ihr euer Chaos aufgeräumt habt. Was? Welches Chaos, meine Liebe? Wo bin ich hier? Ah, okay, mit der Statue habe ich rumgemacht. Okay. Ja, also. So ein bisschen kann man es ja nachvollziehen. Das war ich nicht. War ich das? Nein, das war ich auch nicht. Was zur Hölle? Das ist alles gestohlen? Das kann nicht von mir sein? Die setzt sich einfach nur die ganze Zeit auf irgendeinen anderen Stuhl, aber ich habe keine Ahnung, was hier noch von mir rumliegen soll. Ah, hier. Nee, die ist auch geklaut. Ich bin verwirrt. Also ich sehe hier absolut gar nichts mehr. Ich weiß nicht, was die meint. Ich versuche sie mal zu überreden. Redet wieder mit mir, wenn ihr euer Chaos aufgeräumt habt. Tut mir leid, aber ich weiß nicht einmal, wie ich hierher gekommen bin. Ich würde euch ja zu gern helfen. Aber ich bin so damit beschäftigt, das Chaos zu beseitigen, das ihr in unserem Tempel angerichtet habt. Wenn ihr mir natürlich beim Aufräumen helfen und euch hinterher entschuldigen würdet, dann könnte ich vielleicht etwas für euch tun. Welches Chaos? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Hier ist doch gar nichts mehr. Ich setze mich jetzt hier hin. Sitzstreik. Ach komm, ich habe keine Ahnung. Ich bin total verwirrt. Also ich sehe hier gar nichts. Ist da drin noch irgendwas? Sehr, sehr seltsam. Also ich bin der Meinung, dass hier einfach nichts mehr liegt. Wahrscheinlich seht ihr jetzt beim Schauen genau, was sie meint, aber ich sehe es einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, was sie meint. Das gehört auch nicht mir. Okay, das ist vielleicht ein bisschen blöd jetzt. Ich kann nur noch bestechen. Hoffentlich klappt das. Redet wieder mit mir, wenn ihr euer Chaos aufgeräumt habt. Nun,
Zuwendungen sind uns immer willkommen. Ihr habt vor euch hingeschimpft, als ihr hierher kamt, aber das meiste war Gelalt. Ihr habt etwas von Rurikstadt gesagt. Mhm. Vielleicht solltet ihr euch dort umsehen. Dann werde ich das tun. Frage in Rurikstadt nach Sam und den Stab. Und dem Stab. Okay. Hochinteressant. Und wo sind wir jetzt? In Markart. Wir sind in Markart. Ja. Ist gut. Sehr episch, muss man schon sagen. Also... Ah, das ist einfach so geil gemacht. Der Sam ist weg. Den Stab haben wir nicht. Wir wurden irgendwie nach Rurikstadt verschleppt. Wir haben mit einer Statue rumgemacht. Wir haben einen Riesenzeh durch die Gegend geworfen. Ich will gar nicht wissen, wo wir den her haben. Irgendwo da draußen rennt jetzt ein Riese ohne Zeh rum wegen mir. Und wir haben eine Ziege geheiratet oder was auch immer mit der Ziege war und der Hochzeit. Alter, das ist so episch. Das ist ja mal ein epischer Moment. Hier rauszukommen und einfach diese geniale Stadt hier zu sehen. Die so anders ist als alle anderen Städte, die wir je zuvor gesehen haben. Tja, und wenn wir jetzt einen Blick auf die Karte werfen, dann sehen wir, ja. Wir sind am Arsch der Welt. Wir sind von hier nach hier in einer Nacht. Ich will gar nicht wissen, wie das möglich ist. Ob wir auf den Schwingen eines Nazguls geflogen sind oder was auch immer. Aber wir brauchen definitiv einen Platz zum Schlafen und einen Platz, um unseren Ballast loszuwerden. Ich habe keine Ahnung. Wo wir das finden. Ich glaube, hier ist irgendwas. Aber da ist noch was anderes. Ich erinnere mich gerade an ein Event, das da gleich passiert. Und ich konnte es noch nie verhindern. Aber diesmal werde ich es versuchen. Ich sterbe für mein Volk. Schworenen sind hier in der Stadt. Ja, ich hab's geschafft. Die Stadtwache von Markart hat alles unter Kontrolle. Hey, das war ich. Wir sind keine Abgeschworenen. Wir kümmern uns ab jetzt um alles. Geht weiter. Dieser Mann brüllte irgendwas über die Abgeschworenen. Ich sagte doch, geht weiter. Diese Abgeschworenen sind nur ein Haufen Wahnsinniger. Wir haben alles unter Kontrolle. Haltet euch da raus. Okay, geht mich sowieso nichts an. Sehr richtig, so ist es. Auf Wiedersehen. Mhm. Ihr Götter. Eine Frau angegriffen, mitten auf der Straße. Ich habe es verhindert, endlich. War euch alles in Ordnung? Habt ihr gesehen, was geschehen ist? Ja, der hat den Dolch gezückt und wollte die Frau abstechen. Ich war dort. Er hat mich fast umgebracht. Es tut mir so leid. Ich hoffe, die Acht geben euch in Zukunft mehr Frieden. Oh, ich glaube, das habt ihr verloren. Eine Art Notiz. Sieht wichtig aus. Wisst ihr etwas über den Angriff? Nein. Ich habe nur etwas frische Luft geschnappt. Hatte ein Mäh zu viel im Gasthaus Silberblut. Gasthaus Silberblut. Das klingt gut. Gehört dieser Zettel euch? Was soll das bedeuten? Nein. Ich habe nur etwas frische Luft geschnappt. Mein Zettel? Nein, das ist eurer. Er muss euch aus der Tasche gefallen sein. Das glaube ich nicht, mein Freund, aber das werden wir noch erörtern. Ja, also ich wollte das halt schon immer mal probieren. Wenn man normalerweise auf dem normalen Weg nach Markart kommt und durch das Haupttor kommt, dann kann man einfach, glaube ich, nur noch zusehen, wie der Typ die Frau absticht. Und diesmal haben wir es tatsächlich geschafft, sie zu retten. Das war sie hier, oder? Wir kümmern uns ab jetzt um alles. Bei den Göttern, dieser Mann hätte mich fast umgebracht. Ihr habt mir das Leben gerettet. Danke. Ich wollte das hier eigentlich meiner Schwester bringen, aber ich denke, ihr solltet es haben.
Oh, danke schön. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Wisst ihr, warum er hinter euch her war? Nein, ich habe keine Ahnung. Ich wollte in der Kaiserstadt nur einen Anhänger für meine Schwester kaufen. Dieser Mann sagte irgendetwas über die Abgeschworenen. Ich habe von ihnen gehört. Es ging dabei um die Männer, die in den Bergen leben und Karawanen angreifen. Mehr weiß ich leider nicht. Ich stamme aus Cyrodiil und bin nur zu Besuch hier. Alles klar, Margaret. Mhm. Pass gut auf dich auf. Wir kümmern uns ab jetzt um alles. Er hat versucht, Margaret zu töten. Vor meinen Augen. Ja, das ist unglaublich. Irgendwie sieht man die Schrift nicht so gut. Ich muss da irgendwas eingestellt haben. Wartet mal ganz kurz. Ist es das hier? Ah ja, jetzt sieht man es besser. Und außerdem vorhin habe ich auch gesehen, dass die... Nein, nicht Gameplay. Sichtweite Gräser, das fand ich schon ein bisschen sehr niedrig. Er hat versucht, Margaret zu töten. Vor meinen Augen. Wisst ihr, warum er hinter ihr her war? Nein, sie ist so eine nette Frau. Jeden Tag sieht sie sich nach Schmuck für ihre Familie in Cyrodiil um. Hat es damit zu tun, dass sie eine Adlige ist? Womöglich. Warum sollte sie jemand töten wollen? Das ergibt keinen Sinn. Habt ihr das gehört? Raya hat schon wieder gegähnt. Also, Raya ist wirklich tiefenentspannt, egal was los ist. Nein. Oh, verdammt. Warum sollte sie jemand töten wollen? Entschuldigung, das passiert manchmal. Sinn. So, das wollte ich anklicken. Tut mir leid. Ich glaube, ich kann momentan nichts verkaufen. Das verstehe ich gut. Was geschieht mit dieser Stadt? Ich habe keine Ahnung. Weilin. Hochinteressant. Da war noch ein anderer Typ. Den wollte ich auch noch befragen. Naja, egal. Gasthaus Silberblut. Genau das ist meine Anlaufstelle. Hoffentlich nicht noch mehr Leute. Im Gasthaus Silberblut gibt es hochprozentige Getränke und saubere Zimmer. Sehr nice. Hoffentlich nicht noch mehr Leute, die mir Stäbe andrehen wollen. Das ist das Gasthaus Silberblut. Klepper. Ich lasse euch selbst darauf kommen, wem es gehört. Ich kenne keine Silberbluts. Ich suche nach Arbeit, wisst ihr was? Ja gut, ich frage ihn schon mal. Nein, jetzt im Moment würde ich das einfach nicht fragen. Ich hätte gern ein Zimmer. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Dankeschön. Ich zeige euch euer Zimmer, hier entlang. Dann macht das mal. Oh, die ist sehr begeistert von Klepper, glaube ich. Die Frabi. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Alles klar. Auf Wiedersehen. Raya, lass den guten Mann mal raus. Oh, Entschuldigung. I kicked the bucket. So. Du schläfst auf dem Tisch. Es ist schon 5.08 Uhr. Nein, ich lasse Raya hier schlafen, ist kein Problem. Wir sind da Buddies. Wir können das aushalten. Oder wir wechseln uns ab.